Ja, und damit herzlich willkommen zum letzten Teil des Jahresrückblickes 2015. Das letzte Video auf meinem Kanal, und in diesem Video werde ich noch auf die letzten drei Highlights, ausstehenden Highlights, in denen ich beim letzten Video nicht mehr dazu gekommen bin, nochmal Rückblick halten und dann noch der große Ausblick auf 2016. Was erwartet euch im neuen Jahr auf meinem Kanal? Und erstmal, hier wird eine Strecke wieder ausgesucht. Beim letzten Mal sind wir von Zürich nach Mailand gefahren. Hat sie am Ende doch sehr hingezogen, was ich nicht erwartet hätte. Möchtest du einstellen? Ja, möchte ich. Von Mailand. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir sind jetzt hier unten in Mailand, ne? Milano. Habe ich mir gedacht, geht's mal rüber nach Frankreich jetzt hier. Mal Lyon zum Beispiel. Oder mal gucken, was hier für Aufträge sind. Weil hier in Italien ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Hier Verona haben wir da noch. Und dann ist ja Ende hier unten. Da kommt ja nichts mehr. Mal gucken, wo es von Italien einen Start gibt. Milano, Bern. Ah, nach Dings will ich jetzt nicht wieder unbedingt zurückfahren in die Schweiz. Milano, wieder Zürich zurück. Ah, naja. Zürich, Genf. Milano, Verona ist auch nicht so lange. Ja, ist nicht viel drin heute. Wisst ihr was, dann nehme ich hier wieder, fahre ich wieder in die Schweiz zurück. Milano, Bern, Mehl. Transportieren wir mal ein bisschen Mehl. Ist auch eine weite Strecke schon mal ein bisschen. Und dann fahren wir nach Bern. Ist ja wieder eine andere Ecke wie Zürich. Von daher fahren wir da mal hin jetzt, ne? Gut. Also, ich fahre erstmal los und dann lege ich wieder wie immer los. Was es noch so gab in 2015. Das sind jetzt diese letzten drei Staffeln, die dann noch angelaufen sind. Und dann gibt es noch den Ausblick auf 2016. So, mitten in der Nacht um 2 Uhr düsen wir also los. Das Licht natürlich an. Hier in Mailand sind wir, was haben wir? Mehl haben wir diesmal, ne? Ach. So. Ab auf die Straße, würde ich mal sagen, ne? Ja, also Jahresrückblick 2015, das nächste Highlight, was anstand, Countdown Euro 2016, was noch nicht beendet ist. Habe ich mir gedacht, weil jetzt die Euro 2016 im nächsten Jahr ansteht, habe ich mir so gedacht, ja, da musste irgendwie diesen Countdown so ein bisschen machen, damit die Zeit ein bisschen verkürzt wird, weil es gibt viele, die es kaum nicht mehr erwarten können, und dazu gehöre ich eben halt auch. Und dann habe ich halt nochmal so ein Euro 2008 LP. Na komm, fahr doch. Hallo. Oh Mann, ey, was sind das für Autofahrer, ey? Es kommt kein Gegenverkehr, als Linksabbieger, und der fährt nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, habe ich schon mal gemacht. Damals hatte ich nur die Endrunde, und diesmal wollte ich noch so die Qualifikationsrunde mit einbinden und habe mich dann für die Türkei als Mannschaft entschieden. Und da haben wir jetzt die Hälfte der Qualifikation geschafft. Die Rückrunde gibt's dann. Ey, das war grün. Ich schwöre. Das war grün gewesen. Ich hab's doch genau gesehen, wie die noch grün war. Alter, was ist nun schon wieder los hier? Was ist nun wieder los hier? Das kriegst du schon wieder zum Kotzen. Ja, und dass man jetzt die Hälfte gibt, geht's dann nächste Saison, nächstes Jahr weiter. Was soll ich jetzt sagen noch? Und Ziel ist es dann natürlich dann am Ende die Endrunde da in Österreich und Schweiz zu erreichen. Ich denke mal, das ist möglich. Hatte jetzt mich ein bisschen auf Profi probiert, kam ich jetzt eigentlich in den letzten Spielen so ein bisschen besser zurück als sonst. Ich sehe da eigentlich ganz positiv, dass ich das auch auf Profi jetzt durchziehe. Mal schauen. So, ab nach Bern würde ich sagen, wieder zurück in die Schweiz.
Ja, also Euro 2006, 2008 mit dem Countdown zu Euro 2016, das muss man ja immer so unterscheiden. Ja, und dann Schlag den Raab, das dritte Spiel, der große Abschied. Stefan Raab verlässt die Showbühne im deutschen Fernsehen. Ein trauriger Moment, ein bewegender Moment. Ich war den Tränen sehr, sehr nah, weil ich ihn einfach respektiert habe als Entertainer. Und ich habe mir halt gedacht, zum Abschied musst du noch irgendwas machen, und habe nochmal Schlag den Raab, das dritte Spiel gemacht. Im Schwierigkeitsmodus schwer dann. Und es hat sich am Ende dann auch wieder gelohnt. War spannend gewesen bis zum letzten Spiel. Nicht so wie beim ersten Versuch, wo ich ihn, den Raab da so förmlich abgezogen habe. Das war bis zum 15. Spiel und am Ende habe ich dann doch gewonnen. Schaut es euch gerne nochmal an, war spannend gewesen, auf jeden Fall. Gut, ja, wie gesagt, noch ein Wort zu Stefan Raab. Ich habe ihn immer respektiert, ich habe seine Shows immer gesehen, eigentlich fast immer. Und jetzt wird da irgendwas fehlen im deutschen Fernsehen, finde ich. Irgendwas fehlt da jetzt. Ne? Man merkt zwar jetzt am Anfang nicht, aber irgendwann wird man seine Shows, seine Ideen, die er einfach hat, auf irgendwie vergessen, vermissen. Schade. Okay, und dann das letzte Projekt, das ist noch gar nicht so lange her, da könnt ihr euch mit Sicherheit noch dran erinnern. Das war Wer wird Millionär dann in D-Mark-Version. Ich hatte vor einem Jahr schon mal die Junior-Version durchgemacht. Jetzt haben wir hier wieder Maut erstmal. Die Junior-Version habe ich da durchgemacht. Und, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt die erwachsene Version mal durchmachen. Und es hat sich gelohnt am Ende. War gelohnt halt nicht finanziell. Am Ende ist halt nicht so viel rausgesprungen, aber das war zu erwarten, weil die Fragen einfach zu schwer waren. Also ganz ehrlich, da hat man kaum eine Chance gehabt. Deswegen habe ich mir auch noch zwei Internet-Joker am Ende gewährt, und 32.000 war, glaube ich, das höchste aller Dinge. Bis zu 125.000 Euro Frage bin ich, glaube ich, gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis. Kann ich mit zufrieden sein. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Gut. Wo 15 ist abgeschlossen. Ich ziehe mal ein kleines allgemeines Fazit noch. Ich habe jetzt Stand heute, Stand an dem ich aufnehme. Heute ist der 28.12. 67 Abonnenten. Und das ist eine schöne Zahl, die mich sehr freute. Also, ja, es sind ein paar wieder abgesprungen, das nervt mich halt auch so ein bisschen, wenn dann ein paar Abonnenten abspringen, aber es sind viele dazu gekommen, die jetzt auch immer wieder meine Videos kontinuierlich schauen, das freut mich, vielen Dank an euch, vielen Dank an die neuen Zuschauer, die mir ihr Vertrauen schenken mit meinen Videos und auch immer Rückmeldung geben, das freut mich am meisten, dass ihr da immer schön, ja, auch Lob aussprecht, ob sie Kritik könnt ihr von mir aus auch aussprechen. Ich weiß, es gibt viele Kritikpunkte letztendlich noch auf meinem Kanal, aber an denen werde ich auf jeden Fall noch arbeiten in Zukunft. Das kann ich versprechen. Aber ich bin, denke ich, sehr zufrieden mit dem zweiten durchgängigen Jahr, das ich hier bei YouTube hinter mir habe. Also 2014 war das erste volle Jahr gewesen. Und 2015 ist das zweite volle Jahr. Ich habe ja im November 2013 angefangen. Beziehungsweise hat es sich ja noch nicht so gelohnt, einen Jahresrückblick zu machen. Also, und das ist jetzt hier der zweite Jahresrückblick, den ich in dieser Form mache. Jetzt geht es über die Grenze wieder. Und ja, also ich bin zufrieden. Wir können ja mal sagen, wie euch so dieses Jahr, dass mein YouTube-Jahr 2015 gefallen hat. Es war ein bisschen weniger los als im letzten Jahr, das muss ich sagen. Die Motivation hat war für kurze Zeit so ein bisschen down gewesen, das muss ich zugeben. Also da war echt einfach nicht die Lust, da irgendwas zu machen, und ich habe dann einfach nochmal gesagt, okay, jetzt reißt du dich zusammen, bringst deinen Zuschauern dann nochmal ein bisschen was, und da war auch eine kurze, lange Pause mal gewesen bei GTA, bei den GTA-Videos, und irgendwann habe ich wieder Bock gehabt, da weiterzumachen. Und ja, ihr habt das Ergebnis ja dann gesehen. Ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Und ja, dann geht's mal weiter in 2016, ne? 2016, meine Freunde. Da habe ich wieder viel vor. Ich habe es eben angesprochen. Zum einen geht dann erstmal Euro 2016 Countdown im Januar weiter. Also die Scheiße will ich auf jeden Fall irgendwie erstmal fertig bringen. Das Spiel ist halt einfach nicht der Brüller, ne? Das muss man halt einfach akzeptieren. Das ist nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das Ganze vorstelle. Auch das Spiel gefällt mir halt einfach nicht. Man kann sich nicht so richtig mit abfinden.
Aber ich werde jetzt beenden. Ich, was ich angefangen habe, wird auch beendet. So viel steht fest. Was angefangen wird, wird auch beendet. Jetzt geht's hier wieder durch den Tunnel durch. Das nehmen wir jetzt auch wieder alles mit. So wie beim letzten Mal auch. Ja, also, dann gibt's Euro 2016 als Euro 2008 LP, wird dann noch beendet. Die letzten 6 Spiele, 7 Spiele, ich weiß nicht, was wir jetzt noch haben. 6 Spiele, glaube ich, und die EM-Runde, die für EM-Runde eben noch, für die ich mich hoffentlich qualifiziere, aber ich glaube, ich stehe sehr gut da in der Gruppe. Ich denke, das wird kein Problem werden. Gut. Jetzt kommt's, meine Freunde, haltet euch fest. Die GTA-Trilogie, ne, wie nennt sich das, GTA-Reihe, geht auf meinem Kanal weiter. Nach dem erfolgreichen LP und lustigen LP in GTA 3 in Liberty City macht Bastita nun die Reise nach GTA Vice City in das zweite 3D-Game von aus der GTA-Reihe aus dem Jahre 2002. Och, ich finde das Spiel sowieso so legendär halt einfach. Und jetzt ist es halt auch einfach mal für ein LP reif. Ich habe selber noch nie durchgespielt, also es wird auch mein erstes Mal werden, da im LP, so wie bei GTA 3. Ich kann euch wieder auf jeden Fall wieder was Ähnliches versprechen wie da im letzten Jahr. Mit vielen Fails und hoffentlich auch wieder Bugs, also das war sehr amüsant gewesen. Das haben auch meine Zuschauer mir immer gerne zurückgegeben, vor allem ein Stammzuschauer, den ich hier jetzt ganz herzlich grüße. Die angesprochene Person weiß Bescheid, wer jetzt ist, nicht? Also, die brauche ich jetzt nicht namentlich zu nennen, der weiß es. Ihr weiß es einfach. Also da haltet euch auf jeden Fall fest. Es geht weiter, die GTA-Reihe. Vice City beginnt dann sofort. Ich denke, Ende Januar, Anfang Februar sollte das dann losgehen. Nach meinen Plänen, wenn alles glatt läuft. Ja. So, was habe ich dann? Habe ich noch viele Fragezeichen hier stehen. Da wollte ich euch einfach mal wissen, ob ihr da noch mal was sehen wollt. Da habe ich einen zum einen Top 11 noch mal ein Fragezeichen dahinter stehen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall zu aktuell 70% werde ich nochmal einen Anlauf Top 11 machen, um einfach nochmal diese Meisterschaft zu gewinnen. Das ist nochmal mein Traum, weil ich halt am letzten Mal einfach nicht gepackt habe. Soll es halt einfach nochmal, dieser Versuch nochmal, soll nochmal gewagt werden. Und wird es dann höchstwahrscheinlich erst nach GTA Vice City gehen. Das heißt dann im Frühjahr, Sommer, je nachdem halt eben wie Vice City, das würde ich euch auch auf jeden Fall nochmal sagen, das kann auch wieder über 50 bis 60 Folgen wieder gehen, ne? GTA 3 war mal bei 55 Folgen am Ende. Vice City könnte vielleicht sogar mehr werden, da die Story vielleicht, glaube ich, sogar ein bisschen größer ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher, welche da jetzt die größere Story hat. Ich meine schon Vice City, weil das auch eben ein Jahr später erschienen ist. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Und ja, Top 11 dann im Frühjahr, Sommer. Gut, dann ist die EM auch. Da lohnt sich sowas auch nicht. Mal schauen. Vielleicht nach der EM dann Top 11 mal schauen. Aber einen Anlauf wird es aktuell zu 70% geben. So viel kann ich versprechen. Ja, was habe ich hier noch auf dem Plan stehen? FIFA-Prognosen mit meinen Kollegen da, die da immer brav für mich aufnehmen. Ich denke mal, da werde ich noch ein bisschen was machen. Auch vielleicht im Rahmen der EM mal schauen. Habe ich auch ein Fragezeichen erstmal dahinter gestellt, ob ich das weiterführen werde, sage ich es mal so, ne? Gut, dann haben wir jetzt hier Euro Truck Simulator Talk, also da werde ich auf jeden Fall wieder mehr machen, auch zu bestimmten Themen, da gab es auch einen Themenvorschlag, den werde ich auf jeden Fall noch nachgehen, vor langerer Zeit schon, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war, irgendwie Gewalt in Stadien, Pyro, irgendwas. Irgendwas kam da mal ein Vorschlag. Ich will mich nicht festlegen, was das jetzt nochmal war. Aber das werde ich auf jeden Fall aufgreifen in einem Euro Truck Simulator Talk. So nennt sich's ja jetzt. So wie jetzt hier, was ihr jetzt auch gerade seht. Das geht auf jeden Fall auch weiter. So, ja, dann will ich auf jeden Fall noch auf ein großes Event aufmerksam machen. Die meine Facebook-Seite geliked haben, wissen mit Sicherheit Bescheid. Ich mache jetzt hier nochmal Werbung für meine Facebook-Seite. Wenn meine Facebook-Seite liked, ist klar, im Vorteil weiß, mehr ist auf dem aktuellen Stand. Deswegen hier meine Bitte, auf den Button Facebook klicken auf meiner Startseite, dann kommt ihr ganz schnell hin. Da könnt ihr ein bisschen mehr Likes noch geben, aktuell bei 34.
Ja, da könnte noch ein bisschen mehr gehen, ne? Und ja, Olympia 2016 steht an, nächstes Jahr in Rio. Und ich habe mir gedacht, in Habu muss ich nochmal ein großes Event aufziehen. Vielleicht so das letzte große Event, was ich so aufziehen werde. Oh, eine Baustelle, verdammte Scheiße. Hilfe. Jetzt müssen wir in den Gegenverkehr fahren oder was? Oh Mann. Okay, soll mir egal sein. Ich würde mir gerne wissen, ob diese Baustellen hier langfristig sind oder ob die dann auch irgendwann weggehen. Das interessiert mich auch mal. Keine Ahnung. Ja, also Olympia 2016 will ich auch in Habu aufziehen. Ich habe mir gedacht, nicht jede Disziplin da aufzunehmen. Also ich habe da wirklich eine Hülle an Füllen an Disziplinen da zusammengestellt. Ihr könnt alle Disziplinen auf der Seite Olympia, bitte notieren jetzt, Olympia 2016.de.tl. Da könnt ihr nachschauen, da könnt ihr jede Disziplin ausführlich kriegt ihr da erklärt und auch das Prozedere, den Zeitplan, den groben Zeitplan ist da ersichtlich, also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal nachschauen, ob da auch was für euch dabei ist. Es wird auf jeden Fall lustig werden, es wird eine Herausforderung werden, ganz klar, aber ich bin da eigentlich guten Mutes, dass das klappen wird. Und ich habe mir da gedacht, zu Olympia mache ich hier auf meinem YouTube-Kanal so ein Magazin und werde so ein bisschen die Ereignisse zu zusammenfassen, mal schauen. Ja. Was haben wir noch? 2 Stunden Fahrt ungefähr noch. Ja. Sind auch wieder lang unterwegs hier. Durch den Tunnel wieder hier. Durch den schier endlosen Tunnel hier, so kommt mir's vor. Am frühen Dienstagmorgen um 5:30. Der Kollege ist aber sehr langsam unterwegs. Es ist Sonntag, es ist kein Sonntagsfahrer, es ist ja kein Sonntag, ne? Es ist Dienstagmorgen, also komm, bisschen Gas mal. Ja, ein Projekt, ja, das ist abhängig davon, das ist wirklich abhängig davon, wie ich mit meinen Plänen in 2016 vorankomme. Also da wird in Sicherheit noch spontan irgendwie ein Projekt dazu kommen. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Da kommt spontan noch irgendwas dazu. Also ich habe immer mal diese Eingebungen hier, das könnte ich jetzt endlich mal zocken und so weiter, ne? Aber es steht auf jeden Fall hier auf dem Plan GTA San Andreas, ja? Also wenn ich bei City geschafft habe, habe ich mir gedacht, dann geht die Reihe halt einfach weiter auf San Andreas. Ob das 2016 noch was wird, das kann ich euch noch nicht versprechen. Wie gesagt, ansonsten wird das 2017 kommen. Aber San Andreas gibt es auf jeden Fall mal auf meinem Kanal. Ob es dann die komplette GTA-Reihe dann noch weitergeht, muss ich schauen. Ich glaube, mein Laptop hält das auch irgendwann nicht mehr durch hier. Kann ich dann halt auch kein GTA 4, glaube ich, dann kommt danach nicht aufnehmen. Muss ich schauen. Muss ich schauen eben. Ja, das war's mit den Projekten, die 2016 anstehen. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, die ich auch bewältigen kann. Das ist ja immer das Problem. Welche Projekte kann ich tatsächlich bewältigen? Dann schreibt es in die Kommentare, ne? Also sollte realistisch sein, ne? Das will ich damit ausdrücken. Gut. Jetzt noch mit den allgemeinen Zielen. Ich habe ja den allgemeinen Rückblick auf 2015 eben auch schon gemacht. Und diesmal will ich auch meine Ziele aussprechen für 2016, ja. Und da ist ein Ziel eigentlich so da, was ich so eine Vision habe, ne? 100. 100 ist so eine schöne Zahl. Gefällt die euch auch? Mir gefällt die auch, diese Zahl. So schön dreistellig. Und diese 100 wünsche ich mir in diesem Jahr vielleicht bei den Abonnenten, ja. Es ist möglich, aktuell bei 67 33 Abonnenten in dem Jahr dazu gewinnen. Boah, warum denn nicht? Diese Zahl gefällt mir einfach. Diese Zahl 100. Die ist so schön einfach. Die ist so schön kompakt. Ach, das wäre doch herrlich. Was haltet ihr davon? Ihr könnt ja ein bisschen dazu beitragen, dass ich dieses Ziel erreichen werde. Also euren Freunden, euren weiß ich wen Bescheid sagen, dass da ein guter YouTuber unterwegs ist, der die Vision hat, die 100 zu erfüllen. Und dann wird es auf jeden Fall ein Special geben, 100 Abonnenten-Special, das kann ich euch versprechen. In welcher Form natürlich, das weiß ich noch nicht. Aber lasst euch überraschen. Ja, Aufrufzahlen, ja, die sollen möglichst dann auch verdoppelt werden. Aktuell habe ich so 16.000, glaube ich. Ich
geht vielleicht noch ein bisschen, ist vielleicht noch Luft nach oben, ne? Ja. Nun, wir haben noch eine ungefähr eine Stunde Fahrzeit, dann sind wir in Bern. Im Wunder von Bern. Der Finalspielstätte von 1954, wo Deutschland Weltmeister wurde. Dieses legendäre Spiel gegen Ungarn war das damals. Ach, ja. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtige Abzweigung nehme. Aber ist ja wohl offensichtlich nach Stuttgart-Zürich will ich nicht. Ich bin sehr schnell hier unterwegs in den Kurven. Da kann's auch mal, kann ich auch schnell mal einen Ballermann machen, ne? Nach Straßburg-Bären, da soll es wohl lang gehen. Ja, Leute, das war der Jahresrückblick 2015. Also, ich kann nochmal sagen, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit schon allein wegen GTA 3 war das schon eine legendäre Sache gewesen. Ich fahre hier mit meinem Anhänger mitten auf der Wiese, sehe ich gerade, aber das ist mir jetzt egal. Straße ist eh schon eng genug hier. Wie gesagt, ihr habt die Pläne gesehen für 2016. Ergänzungen, bin ich für alles offen, weil ich auch irgendwie alles realisieren kann. Spontan wird da mit Sicherheit noch einiges dazukommen, neben das, was ich jetzt eben erwähnt habe. So war es eigentlich immer bei mir gewesen. Ja, und mein Mund ist trocken, ich glaube, ich erzähle jetzt erstmal nichts. Ich mache jetzt hier, bringe das Ding jetzt hier noch locker heim. Ich glaube, ich habe noch keinen Unfall, oder? Kein Unfall, ja, super. Ich bin stolz auf mich. Ja, also ich weiß dann nicht, wann das nächste Euro Truck Simulator Video dann kommen wird. Im neuen Jahr dann, klar. Ist ja jetzt das letzte dann auch. Ich denke mal, dann werde ich mal rüber nach Frankreich fahren. Was da so zu holen ist, von Schweiz nach Frankreich, sollte dann hoffentlich eine Strecke sein. Also ich will es auf jeden Fall immer so machen, dass ich in den letzten Ort, wo ich auch fahre, dann auch weiterfahren kann. Mal schauen. Oder nach England kann man auch noch fahren. Das ist auch noch so ein Traum. Nach Großbritannien, Schottland hoch. Da soll es auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Und dann wollte ich noch ein bisschen Deutschland abklappern. Habe ich ja auch noch nicht so gemacht. Also ich will irgendwie jede Ecke ein bisschen abgrasen. Und dann noch nach Ostdeutschland kann man ja auch nochmal fahren. Nach, ach Quatsch, Ostdeutschland. Oh mein Gott. Die DDR, die gibt es natürlich nicht mehr. Ich meine hier Osteuropa noch. Das war dann, glaube ich, noch Tschechien. Polen gab es auf jeden Fall, Tschechien, Polen und Slowakei noch, Bratislava und da ist dann das Ende. Da kann man sich ja noch unter anderem Erweiterungspacks kaufen, da kann man noch Go East noch weiter in den Osten fahren. Oder, so, ich muss jetzt hier ab. Go East oder hoch in den Skandinavien, in den Norden, das ist vielleicht auch nochmal interessant, da durch Schweden oder Norwegen zu cruisen. Aber ich bin aktuell mit dem Umfang hier zufrieden. Jetzt geht's nach Bern hier wieder in die gute Schweiz bei unseren Schweizer Freunden. Ich muss wieder abbremsen hier, weil eine scharfe Kurve kommt. Ja, also, das war das Jahr 2015. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns im Jahr 2016 dann wieder mit neuen Projekten, mit neuen witzigen Szenen und ja. Also, ich wünsche euch guten Russ, guten Rutsch und guten Beschluss, so sagt man es ja. Und wie gesagt, bis 2016 dann. Bis dann.
Unfall. Ja, ich hab's geahnt. Ich war auf der falschen Spur, deswegen. Schon's gemerkt. Wow, was macht der? Ist der doof? Also, was macht der denn? Kann er sich da nicht befreien? Komm, weg da. Ach, gibt nur die... Nur aufhalten den Verkehr hier. Ist schlimm, sowas. So, komm, ja, super. Mein Gott, nee. Ah, mein Anhänger kippt. Leute, ich beende das, glaube ich, hier. Das ist denn... Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist ja voll eingequetscht, dieser Arme. Nee, ich glaube, ich beende das jetzt hier mal und... Ja, also bis 2016, meine Freunde. Ah, es gibt Spaß. Oh Mann, ey. Nee, ich hab mich hier festgefahren. Ach, und auf einmal löst sich der auf. Ja, komm. Auf einmal löst sich dieser LKW auf. Auch hier geht nicht alles mit rechten Dingen. Endlich, mein Gott, ne. Das Auto muss doch total Schrott sein. Jetzt ist mir egal. Okay, ich bringe das jetzt noch sicher fertig hier. Also, der Unfall hier war einfach dadurch, dass ich auf der falschen Abbiegerspur war. Daran war es verschuldet. Passiert. Das passiert. Und jetzt schnell hier in den Hof fahren und das Mehl abliefern. Ausgezeichnet. Ja, also, bis, ich sag's nochmal, bis 2016. Ciao, Leute.